Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Empires and Puzzles. Wie ihr seht, befinden wir uns im Krieg. Liegen ein Stück hinten gegen irgendwas in Russland, Hashtag 5 oder so, Nummer 5. Und ich drücke, glaube ich, nochmal auf Pause, insofern Tor das startet. Ja, aber wenn Thor ein Cleanup hat, dann soll er das machen. Ich drücke mal auf Pause. So, dann sind wir wieder da. Jetzt haben wir freie Auswahl. Und ich glaube, wir gönnen uns direkt mal den Leiter der geschlossenen hier. So, ergibt das mehr Sinn? Nee, das natürlich nicht. So ergibt es am meisten Sinn. So, wir haben kaum Rot, aber ein lila Diamanten, der danach ein rotes Match hergibt. Problem ist, wollen wir den schon spielen? Es ist Elkanen. Er heilt sich, wenn er mich attackt. Und deswegen lassen wir ihn einmal auslösen. Er geht auf eine gute Seite. Und jetzt. Ah, drei Sterne hätten nämlich nicht gereicht. So. Jetzt machen wir mal das. Gehen auf die rechte Seite. Wir haben übrigens einen Angriffskrieg. Das war vielleicht zu früh. Mal schauen. Es war zu früh. Jetzt werden wahrscheinlich alle geblendet werden und Frieda wird auch zuschlagen, wenn ich hier nicht irgendwie noch was zaubere. Rot. Schade. Aber bevor Rigard und Sturmfang auslösen, sollte zumindest Justitia weg sein. Das. Weiß nicht, ob das reicht. Nee. Das könnte jetzt ein langwieriger Kampf werden. Oh ja, das ist glücklich, dass da die drei Roten kamen. Zwei möchten treffen. Natürlich nicht. Aber blenden es weg. Machen das so. Alter, was hält die aus? Nee, weg ist weg. Wir müssen das so machen. Und wir haben ein bisschen Luck. Oh ja, wir haben richtig Luck. Sehr stark, sehr stark. Oh mein Gott, was eine Kombi. So. Wer soll er sich heilen? Das war der Anführer. Sehr schön. So. Dann suche ich mir mal was Stärkeres für mein gelbes Team raus. Langsam, langsam, Telluria. Drake, gefährlich. Wie viele Angriffe haben wir eigentlich noch? Räumen wir ab? Ne, wir räumen nicht ab. Dann kann ich auch auf One-Shots gehen, nicht auf Lücken reißen.
Ich denke, das ist was für mein lila Team. Ja. Mein schwächstes Team da drauf. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Kaschrek uns Zeit gibt, wenn er überhaupt so lange lebt. Tod ist tot. Jetzt wiederum hätte ich gern nochmal lila irgendwie. Bevor hier. Sehr gut. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir machen erstmal einen Angriff ab, logischerweise. So, sie ist weg. Er macht allen Gegnern Mana weg. Und wir hauen jetzt einfach mal hier rein. In der Hoffnung, dass mehr Lila kommt. So, er ist weg. Jetzt wollen wir noch mal auf Lila hoffen. Ich kann auch Blau in ihn reinspielen. Das macht ein bisschen Schaden. Soll er wegen mir heilen? Ist die Frage, liegt Xio fertig oder nicht? Ja, dann spielen wir das lila Match nicht, sondern spielen Steine in ihn rein. Spielen wir es jetzt. Blau haben wir auch bekommen. Ja, spielen wir einfach weiter hier rein. Und jetzt passiert uns eigentlich gar nichts mehr. Da ist er auch weg. So. Bist du geduldig sein mit dem Lilanen? Kann er machen. So. Fünf lila Steine fürs Mana. Gucken, sein Auto-Attack, wie viel die schon anrichtet. 246. Alle drei Runden. Krass. Okay. Haben wir Alexa weg. So. Gelbes Team. Los geht's. Okay, wir wollen ein bisschen mehr vom Board sehen. Beim gelben Team können wir uns das eigentlich in der Regel erlauben. Das sieht nach einem gelben Diamanten aus, wenn nichts passiert. Löst Wähler aus, das ist der entscheidende Punkt. Nee, sie löst nicht aus. So, machen wir erstmal den und den. Ach, ich hätte den Schakal zuerst. Das tat weh. Okay, wie kriegen wir hier jetzt noch mal was runter? Okay, so. Das ist okay, wenn sie überlebt.
So, da kriegen wir hier wieder links weg und einiges aktiv auf der rechten Seite. So, damit können wir noch warten. So, drück mal nochmal den Spaß-Button. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier ein bisschen gelb kommt. Wie lange haben wir denn hier noch ohne Tape-Off? Oh, der ist runter. Ja, dann müssen wir das so machen. Und beten wieder für gelb. Ja, das ist ein bisschen was. Ach, er hat widerstanden. Das ist ja ein Fuchs. Aber wir haben genug Gelb. Und das war's. PTF. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch das starke Blaue, das starke grüne Team. Und dann noch ein Clean-Up. Gegen wen spielen wir in Grün? Also Blau werde ich nicht in Telluria spielen. Lady of the Lake eigentlich auch nicht. Hier können wir vielleicht Grün spielen. Oder wir spielen hier Grün. Ja. Almo hat die dicken Truppen in jedem Fall. Aber wir stellen ihn hier hin. Die Schwachen nach außen. Okay. Okay, Main Damage ist er. Zweitwichtigster Schaden ist er. Beziehungsweise eigentlich Catmon, aber. So. Oh, das sieht gut aus. Grüner Diamant, reicht das? Ja. Zwei Möglichkeiten sogar. Vielleicht kommt hier die zweite Möglichkeit runter. So, wir spielen jetzt bewusst noch nicht den Diamanten. Mit den dreien lade ich alles. Was ist ein gefährlicher? Die Seite hier. Almor, ihn hier auf jeden Fall. Dann bekommen wir sie weg. Nee, aber die zwei Grünen drunter, dann können wir das machen. Dann ist die linke Seite weg und vielleicht kriegen wir nochmal Grün. Oh, es fällt. Vielleicht fällt es aber nochmal in Diamanten. Das wäre zu schön gewesen. Vielleicht fällt hier ein lilaner Diamant. Auch so schön. Egal. Unatel ist schlimmer. Definitiv. All on Unatel. So, Gott sei Dank haben wir hier ein Match. Es reicht nicht, um sie auszulösen. Doch. Aber es reicht nicht, um sie umzubringen. Ah, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Grün. Okay. Komm, grün, grün, grün. Gott sei Dank haben wir keinen Heilkrieg, ansonsten wäre ich jetzt ausgerastet. So wenig wie möglich reinspielen, weiter auf grün hoffen. Das gibt Möglichkeiten. Immer noch kein Grün. Das gibt Möglichkeiten. Ja, jetzt wird irgendjemand sterben. Oder auch, ja. Okay, Onatel ungern ausgelöst. Okay, jetzt haben wir das. Onatel ausgelöst, egal. Sie stirbt jetzt. Ja, ist egal, wen du angreifst, Onatel. So viel Schaden machst du nicht. Babam. Das war der Tourist.
Jetzt habe ich noch zwei. Das blaue, mit dem wir theoretisch auf Telluria springen könnten. Und so ein Cleanup-Spaß. Also Grasso will ich nicht im gegnerischen Team haben bei Blau. Der hier sieht langsam aus. Springen wir da mit dem Blauen drauf. Ja, der kriegt auf jeden Fall die Truppe. Ne, das muss so sein. So, er kriegt das. Genau, so soll es aussehen. Uhrzeit passt. Huh, das ist eine Menge Blau. Nicht. Müssen wir das Board gleich mal aufhübschen, so gut wie möglich. Oh, das ist gut. Kommt da nochmal Blau? Böse Drake Fong, aber jetzt machen wir erstmal Diamanten hier. Aber der Drake Fong, der kann uns hier echt den Tag versauen. Ja, macht er auch. Das war aber schon mal gut. So, jetzt müssen wir schauen. Kriegen wir Telluria weg? Erstmal hier die Heilung weg. Ich weiß, ich verschenke Angriff auf Kunchen, aber Telluria muss einen maximalen Schaden abbekommen. Bitte blau. Ja. Ja. Traumhaft schön. Jetzt versuch mal wieder ein bisschen Cleaning aufs Board zu bekommen. Bitte bring nichts Böses. Rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Ja. Rechte Seite, ja. Huhuhu. Tief durchatmen. Ist egal mit den Blendungen. Ich muss den Angriff setzen. Ansonsten dauert das irgendwann zu lange hier. Weil Kunchen macht jetzt nämlich auch schon wieder Action. Bitte geh nicht ins leere Blau. Ja. Autsch. Oh, ich habe das blaue Match. Okay, ich habe Schwein. So, wie lange hält denn dieser Blind noch eine Runde? Er greift einen automatisch an. Machen wir das. Oh mein Gott. Er hat wieder widerstanden. Was ist denn das für ein Wichser? Na komm, reicht das Blaue? Ja. So. Jetzt braucht man ein bisschen mehr Blau. Wir haben keine Heilung mehr, wir müssen schnell werden. Der eine Blaue da, ich sehe den Blauen da unter Kunchen mit der Drachenbombe daneben. Der reicht aber nicht. Müssen wir ihn heilen lassen? Machen das mal so. Das ist gut. Jetzt haben wir zwei blaue mit Drachenbomben unter ihnen und wir leben noch. Komm, stopp. Puh. Knappes Ding. So, jetzt haben wir noch. Ja, theoretisches Cleanup oder ich bastel mir ein Team. Ich kann mir ein rotes Team basteln und eine Lücke reißen. Ich wäre die Lady of the. Wie viele Angriffe haben wir noch? 12. Wo wollen die Leute eine Lücke haben? Oder ich clean das. Kann ich das clean? Monorot? Oder 4-1 Rot?
was Schnelleres, was Mana klaut, ja. So. Nur im Krieg. Das sind zwar keine Vasallen, aber scheiß drauf. Oh, hat sie überlebt? Überlebt sie denn blau auch, wenn ich das so mache? Nee. Oh ja, das ist wunderbar. Jetzt kann ich rote ins Leere schicken. Das kann er machen. Gucken wir mal, was sie anrichtet. Hier haben wir die Chance, dass Match entsteht. Tut's aber nicht. Mit ihm warte ich noch eine Runde. Das geht zwar viel in Kunshin und Malosi, aber das könnte auch Rot bringen. Ja, das war klar. Weil er ist immer noch ausgebremst. Fühlt sich gerade mehr Ausbremsen an als normal. So. Die drei reichen. Ja. Das reicht auch. Dann machen wir hier uns unser Vasallengehege schön. Die Vasallen kann er nämlich nicht entfernen. Den Defensive Down kriegen wir gleich wieder drauf und noch mehr Vasallen machen. Jetzt, das interessiert mich jetzt. Wenn ich zuerst nur zünde, habe dann quasi zwei. Was passiert denn jetzt hier? Und seiner wird refreshed, okay. Ich glaube, um das effektiv zu gestalten, brauche ich mehr Rot unter ihm, ja. Habe ich bekommen. Habe ich nochmal bekommen. Creepy Vasallenarmee. Ich könnte ich alles rechts lang spielen und die Vasallen machen das die ganze Zeit alleine. Aber nö. Okay. Das bringt mich zu 371 Punkten und ich glaube meinem besten Kriegsergebnis. Und das war nötig heute. Mal schauen, wie es am Ende ausgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen in jedem Fall. Es ist 10 vor 9. In 10 Minuten fange ich an zu arbeiten. Haut rein, bis dann. Tschüss.